Hey Leute, das hier ist ein kleines, sind einfach mal Informationsvideo. Das ist die 6. Aufnahme und ich hoffe, dass ich es jetzt einfach mal geschissen kriege. Naja, jedenfalls, allgemein Thema ist, es geht um den Artisten von dem Bild hier im Hintergrund namens Pura. Pura ist schon seit etwas längerer Zeit, sag ich mal, von der Bildfläche verschwunden. Im Sinne von, sie lädt keine Bilder mehr hoch, sie gibt aktuell nicht wirklich Feedback, also sie antwortet eigentlich niemanden. Ne? Und ihr YouTube-Kanal ist aktuell nicht existent oder sie hat ihn unsichtbar gemacht. Ob man das kann, weiß ich nicht, oder Namensänderung und deshalb findet man den nicht. Naja, jedenfalls wird aktuell von ein paar Leuten, also ein paar Leute, ich sag das mal, suchen sie. Ich nenne es einfach mal so, also nett gemeint, sie suchen sie. Und zwar im Sinne von, viele denken, dass ich privaten Kontakt mit ihr habe, also mit Pura. Das Problem ist, ich habe keinen privaten Kontakt mit ihr. Das Einzige, was ich mit ihr gemacht habe, ist, wir haben ein bisschen in den Kommentaren mal hin und her geschrieben, unter ihren Videos, dann unter meinen Videos. Twitter hatten wir ein bisschen geschrieben. Also hauptsächlich auch unter irgendwelchen Tweets, die dann von irgendwelchen Leuten kamen. Und unter DeviantArt oder DeviantArt Bilder und DeviantArt PM oder PN, aber das war auch nicht viel. Jedenfalls, für alle jetzt, ich kenne sie nicht. Ich kann euch nicht sagen, was aktuell mit ihr los ist, ob sie Ruhe braucht, ob sie einfach eine Pause braucht oder ob irgendwas anderes Privates ist oder. Keine Ahnung, sie macht gerade irgendwas und es ist halt einfach privat, das soll niemand wissen. Und dann zu mir zu kommen, nur weil Leute denken, dass ich mit ihr privaten Kontakt habe, um mich nach privaten Sachen über sie zu fragen, ist halt einfach eine Sauerei, meiner Meinung nach. Auch wenn ich sie privat kennen würde, würde ich keiner random Person, die mir ich fragt, irgendwie wiederholt auch, ob ich dann irgendwie wüsste, in welchem Ort sie wohnt oder so, damit sie, keine Ahnung, was weiß ich, was sie machen wollen. Das ist einfach nur bescheuert komplett. Es nervt mich halt langsam, dass das jetzt schon über einige Monate geht und wiederholt die Leute ab und zu auch immer wieder kommen, ob ich denn vielleicht jetzt weiß, jetzt etwas weiß. Nein. Ich weiß nichts, was mit ihr ist. Ich kann euch nicht sagen, ich werde euch auch nicht sagen, wenn ich was wissen würde. Es geht halt niemandem was an. Die wird schon noch ein Lebenszeichen von sich geben. Würde ich das Lebenszeichen wissen, ich würde wissen, was mit ihr ist, aber ich würde es halt nicht sagen, weil es würde sie dann euch dann schon sagen, wenn sie zurückkommen sollte. Und ja, deshalb, ich habe angefangen, die Leute überall zu blockieren. Zu, was weiß ich habe die Kommentare hauptsächlich gelöscht, wenn ich sie gefunden habe. Ein paar habe ich wahrscheinlich noch nicht gelöscht. Aber unter anderen Videos zu schreiben oder andere Bilder zu mir zu schreiben, ob ich denn jetzt vielleicht was wüsste, nur weil sie irgendwie unter dem, weil sie wissen, dass sie unter dem anderen Bild alles löscht, ist halt einfach nur bescheuert. Ich habe auch angefangen, jetzt auf DeviantArt unter dem Bild schon zu schreiben, dass die Leute aufhören sollten, mich danach zu fragen. Und ich habe auch in dem anderen YouTube-Video von mir jetzt schon einen Kommentar gepinnt, dass ich nicht weiß, was mit ihr ist. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Hört einfach auf, mich zu fragen, hört auf, andere Leute zu fragen, falls ihr noch jemanden finden solltet, der vielleicht irgendwas mit dir zu tun hat, weil es einfach nur bescheuert ist. Es ist okay, wenn man halt seinen Artist, also seinen Lieblingsartisten unterstützen will oder sich Sorgen macht einfach, aber das geht halt einfach langsam zu weit. Falls ihr jemanden findet, oder, ja, wenn ihr euch Sorgen macht und halt einfach, keine Ahnung, lasst einfach einen lieben Kommentar da, keine Ahnung, ich weiß nicht, was kann man da schreiben. Ich hoffe, du kommst zurück. Was weiß ich? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, aber fragt nicht die ganze Zeit nach Sachen oder fragt nicht, das sehe ich schon auf ihrer DeviantArt-Seite. Warum hast du aufgehört? Hast du keine Lust mehr? Oder irgendwas anderes in der Art? Ist halt einfach nur bescheuert. Und ja, falls ihr sie wirklich unterstützen wollt, ohne zu nerven, geht einfach, ich werde ihren DeviantArt-Link direkt oben in die Beschreibung packen und ja, schreibt nette Kommentare, like die Bilder, ich mag den Artser halt relativ, deshalb habe ich halt das Bild auch animiert und hoffe, dass es für die auch okay ist, wenn sie dann wiederkommen sollte, sonst hätte ich es nämlich. Und ja, lass einfach positives Feedback da und
hört auf, ihn zu nerven. Ich hoffe, dass ihr das nicht bei anderen Leuten jetzt auch schon gemacht habt. Und ja, das war es aber von mir. Ich habe es eben nicht sehr oft wahrscheinlich wiederholt. Da ist gerade, keine Ahnung, wie viel Uhr es ist 19 Uhr und das Video war einfach nicht spontan, weil ich gerade wieder zwei Kommentare gekriegt hatte und es mich einfach nur nervt. Naja, das war's jetzt wirklich. Link zu ihrem DeviantArt-Kanal, DeviantArt-Account. Der erste Link in der Beschreibung. Das originale Video, was ihr gerade im Hintergrund seht, ist der zweite Link. Und ja, das Video ist aber auch sofort zu Ende im Hintergrund. Also das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hört auf zu stalken und tschüss.